Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer neuen Woche hier bei uns. Und heute Nacht, wie immer montags, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema, dann ruft mich gerne an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht und diese Woche ist die Astrid. Und Astrid ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Jürgen. Hallo Astrid. Dein Thema, weswegen rufst du an? Ja, ich bin also noch das Überbleibsel von dem Thema der Tag X. Ja, letzte Woche unser Thema am Donnerstag. Genau, Und es ist ein Todesfall in meiner Familie. Meine Schwester verstarb vor 21 Jahren knapp. Mhm. Und ich will es mal so ausdrücken, das Hauptthema ist, dass sie mir nach diesen fast 21 Jahren immer noch begegnet. Wie begegnet sie dir? Ich kann sie spüren. Wie spürst du sie? Ich habe also nach dieser Aktion, nach der Beerdigung, das erste erlebt, dass ich also in der Nacht nach der Beerdigung aus meinem Bett raus bin. Ich habe bei meinen Eltern übernachtet und wollte sofort mit einer Wolldecke auf den Friedhof laufen und sie zudecken, weil sie könnte ja frieren. Meine Mutter hat mich zufälligerweise dabei erwischt und Gott sei Dank auch aufgehalten. Mhm. Dann habe ich... Aber das war ja nur so eine, ein Gefühl von dir, was deine Schwester betrifft. Aber du hast gerade gesagt, du kannst sie spüren. Wie spürst du sie? Ja, ich spüre sie in dem Sinn, also wenn ich alleine in der Wohnung bin und sitze im Wohnzimmer. Ich habe verschiedene Sachen hier auf dem Tisch, Schreibsachen mir mal rausgeholt und hatte auch Entscheidungen zu treffen und bin hin und her, wie mache ich was am besten, was ist die beste Wahl. Und plötzlich habe ich an meinem Arm einen Hauch gespürt und wenn ich alleine bin, dann rede ich auch mit ihr. Ich höre sie zwar nicht, ich sehe sie nicht, ich kann sie nicht riechen. Mhm. Aber Moment, bleiben wir bei dem Beispiel, du sagst, du hast eine Entscheidung zu treffen, bist in deinem Wohnzimmer. Dann spürst du einen Hauch an deinem Arm. Ja. Was besagt denn, was bedeutet dieser Hauch für dich, für deine zu treffende Entscheidung auch? Sie hat mich berührt. Sie hat mich berührt in dem Moment, wo ich mich sehr wahrscheinlich schon entschieden hatte oder mich gerade entscheiden wollte. Aber inwiefern hat diese Berührung deine Entscheidung beeinflusst, zu der oder der Richtung? Weil ich sie gefragt habe, ob sie das jetzt für richtig findet. Ach so. Und hast du sie gedanklich gefragt oder hast du das wirklich auch ausgesprochen in dem Moment, als du alleine da im Wohnzimmer warst? Wenn ich alleine bin, spreche ich das laut aus. Laut, richtig laut. Ja. Mhm. Ich spreche dann so, wie ich jetzt mit dir spreche und frage sie dann, ob sie das jetzt als positiv sieht oder als negativ. Ist es jedes Mal so, dass du dann das Gefühl hast, meine Schwester ist bei mir? Ja. Jedes Mal? Ja. Wie oft kommt es dazu, dass du diese Zwiesprache mit deiner verstorbenen Schwester hältst? Oh Jürgen, das ist sehr sporadisch eigentlich. Ich habe mir auch komischerweise die Bluse aufgehoben, die sie anhatte bei ihrem Unfall. Und mir wurde zwar von der Familie gesagt, tu dir das nicht an, das ist schlimm, aber ich brauche das. Also mich belastet es nicht, mich beruhigt es. Verstehe. Die Frage war, wie oft das vorkommt, dass du so eine Zwiesprache hältst mit deiner Schwester? Ja, ich würde sagen, so alle 2 Monate. Mhm. Der Unfall, oder sie verstarb vor 21 Jahren. Ja. Du hast gerade gesagt, es war ein Unfall. Was ist da genau passiert damals? Ja, also sie hatte einen Reitunfall. Sie war damals 19, ich war 20. Mhm. Sie hat sich sehnlichst ein eigenes Pferd gewünscht und war noch in der Ausbildung. Ich war nicht mehr in der Ausbildung, ich bin also schon arbeiten gegangen, habe auch damals mit einem Freund zusammengelebt und sie kam eines Tages mit der Bitte auf mich zu, ob ich ihr denn da finanziell irgendwie helfen könnte. Sie würde so gerne. Ich hatte ein bisschen was gespart gehabt auch
Und da habe ich gesagt, okay, weil ich hatte zu ihr ein sehr liebevolles Verhältnis. Wir standen uns sehr nah. Da hast du ihr Geld für ein Pferd gegeben? Ich habe ihr das Geld quasi geliehen und zahlst mir zurück, wie du kannst. Also das war kein Thema. Fühlst du dich deshalb verantwortlich irgendwie auch für den Tod? Ja, ich habe mich nach dem Unfall total schuldig gefühlt. Obwohl sie ja auch ohne dein Geld weiter geritten wäre, ne? mit Pferden, die ihr nicht gehört hätten. Ja, oder sie hätte sich das Geld von jemand anders. War denn dein Verhältnis zu deiner Schwester, deiner jüngeren Schwester, sehr eng damals? Ja. Ja. Also es war ein sehr enges Verhältnis, gepaart auch noch mit diesen Schuldgefühlen, die danach eingetreten sind bei dir. Ja, und vor allem, was mich ein bisschen beunruhigt oder was mich auch sehr beschäftigt, warum ich auch heute noch diesen Kontakt spüre, ist einfach, dass ich in der Kindheit schon um sie immer Angst hatte, immer. Egal, ob sie mit dem Fahrrad unterwegs war als kleines Mädchen, da ist sie mal an eine Hausmauer geknallt, weil sie halt die Kurve nicht gekriegt hat. Wovor hatte sie Angst? Angst vor dem Sterben oder Angst vor einem Unfall oder was? Ich hatte Angst vor dem Verlust. Und da habt ihr schon... Sie. Ah ja. Wir sind zu Hause zu fünf gewesen, vier Mädchen, ein Junge. Und gerade um sie hatte ich immer Angst. Es verfolgt dich seit 21 Jahren. Das war dann damals der Tag X, dieser schwere Reitunfall. Wie ist der eigentlich passiert? Ist sie da vom Pferd runtergefallen? Oder? Ja, das Pferd hat also zu spät ein Hindernis erkannt. Das war also nicht unbedingt der Fehler von ihr oder der Fehler von dem Pferd, weil Pferde sind ja auch intelligent und das Pferd hat ein Hindernis erkannt, was man eigentlich von der Stelle aus, von der sie aus kam, noch nicht hat sehen können. Kurz vor dem Hindernis hat das Pferd eine Vollbremsung gemacht und da standen Betonpfosten und zwischendrin immer ein Zaun und sie ist ohne Reiterkappe geritten und ist natürlich mit dem Kopf frontal an so einen Betonpfosten draufgeknallt. War sie sofort tot? Nein, ein Passant hat das alles beobachtet und ist hingerannt und hat sie auf die Seite gedreht, weil sie aus dem Mund geblutet hat. Sie gab auch keinen Ton von sich, hat sofort dann also Notarzt verständigt und dann wurde auch ausfindig gemacht, um wen es denn überhaupt geht, wer die Person ist. Wie lange hat sie dann noch gelebt? Vier Tage. Vier Tage noch. Das war dein Tag X damals, vor 21 Jahren. Ja. Und jetzt, ich wollte das gerade so ausdrücken, ich meine das nicht böse. Seit 21 Jahren begleitet dich dieser Spuk. Ich meine das nicht negativ. Ja, ja. Ist das für dich angenehm? Oder belastet dich das? Nee, für mich ist es angenehm. Und wenn ich dazu kurz was sagen darf, ich weiß, die Sendezeit ist immer sehr begrenzt, aber ich muss sagen, ich habe also erstens mal jetzt gelernt oder begriffen, man muss einfach die Seelen loslassen können, sonst können die auch nicht weiter existieren und glücklich sein. Hast du denn den Eindruck, dass du nicht früh genug losgelassen hast? Ich habe viel zu lange dran festgehalten. Und warum hältst du dann heute immer noch Zwiesprache mit ihr? Du könntest doch ganz einfach schweigen und sie gar nicht mehr ansprechen. Nee, weil es mir gut tut. Es tut mir einfach gut, weil ich sage, meine Güte, ich freue mich, dass du wieder mal da bist. Und das hat eigentlich mit dieser Kurzgeschichte zu tun, kurz nach dem Tod. Ich habe das schon dem Kollegen erzählt. Ich habe also nach diesem Erlebnis mir auf gut Deutsch nur noch die Kanne gegeben. Ich habe angefangen zu trinken, aber nur für kurze Zeit. Ich habe dann sofort dann auch wieder abgelassen und hatte so zwei Tage nach der Beerdigung einen Traum oder nicht einen Traum. Das weiß ich, kann ich nicht behaupten, was es genau war. Auf jeden Fall hatte ich keine Chance mehr, mich bei ihr zu verabschieden, weil sie ab diesem Tag im Koma lag und dann verstorben ist. Und ich habe dann wieder dieses Gefühl gehabt, sie berührt mich am Arm. Ich sehe mich, wie ich aus dem Bett raussteige und gehe raus in Flur, zwischen Esszimmer und Flur. Und da stand sie und hat zu mir gesagt, du hör ich zu, ich komme nochmal, weil ich mich bei dir verabschieden wollte und dir sagen wollte, ich habe mich immer bei dir wohlgefühlt. Ah ja, aber das war ein Traum. Ja, komischerweise habe ich am nächsten Tag, dann genau an dieser Stelle, am nächsten Morgen, ein Stofftaschentuch vorgefunden, was von ihr gewesen ist, denn ich habe keine. Also, es ist so, du hast dich damit eigentlich so arrangiert, mit diesem Phänomen, mit diesem Erscheinungsphänomen, sei es nun wirklich objektiv oder für dich objektiv zumindest, dass du sagst, damit kann ich leben oder werde ich vielleicht sogar mein ganzes Leben lang verbringen. Ja. Ja.
Ich danke dir, dass du die Geschichte erzählt hast, Astrid. Ja. Und wünsche dir alles Gute. Okay, ich danke auch. Auf Wiedersehen. Weiter so, ne? Dankeschön, okay, tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Heute haben wir eine Freithemennacht, morgen haben wir eine Themennacht. Und das heißt, ja, überschreiben die Sendung und morgen geht es um das Thema Ich, keiner ist so toll wie ich. Ich möchte mich mit Narzissten, mit Egoisten, mit Egozentrikern, wie sie im Buche stehen, unterhalten. Morgen hier bei uns bei Domian, heute freie Themennacht. Ruf mich an, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Jetzt geht es weiter mit Maria. Und Maria ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Maria. Hi Domian. Hallo. Hallo. 18 Jahre, stimmt, ne? Ja. Um was geht es, Maria? Weswegen hast du angerufen? Ja, mir geht's wie der vorherigen Hörerin. Ich bin auch von dem Tag X noch, da habe ich auch angerufen. Hm. Du gehst mal und schön nah an den Telefonhörer, so damit ich dich noch besser verstehen kann. Ja, so besser. Ja, leg mal los. Ja, also das war der 8. März 2000, da sind meine Eltern verunglückt. Hm. 8. März 2000. Mhm. Was ist da genau passiert? Das ist ja jetzt dann ein Jahrestag kurz gewesen, ne? Vor ein paar Wochen. Mhm. Ja. Also das ist gerade noch das Allerschlimmste eigentlich dran, weil da habe ich auch Geburtstag an dem Tag, am 8. März. Und ich hatte eine Geburtstagsfeier, die war etwas außerhalb vom Ort. Und ich hatte meine Eltern gebeten, dass sie kommen bis um 12, weil ich mit ihnen gerne feiern wollte. Wir hatten auch immer ein sehr enges Verhältnis. Also dass sie zu der Geburtstagsfeier kommen sollten? Ja, sie sollten hinkommen. Du hast dann da deinen 16. Geburtstag gefeiert? Ja, genau. Mhm. Aber du wohntest zu der Zeit noch bei deinen Eltern? Ja. Ja. Und wir hatten außerhalb von dem Ort noch einen Raum gemietet, wo wir gefeiert hatten. Verstehe, ja. Ja, und da hatte ich sie angerufen und hatte sie noch gedrängt, dass sie sich doch beeilen sollen. Und dann sind sie auf der Fahrt dahin, auf der Straße, hatten sie die Kontrolle verloren und sind verunglückt da. Auf dem Weg zu deiner Geburtstagsfeier? Ja. Und du hast vorher noch angerufen, macht mal voran hier, wir feiern schon und kommt auch hierher jetzt. Genau. Mhm. Was ist da genau passiert? Sind sie zu schnell gefahren oder ist ein anderer Autofahrer auch da verwickelt gewesen in die Sache? Ja, sie hatten sich halt beeilt, zu schnell gefahren zu schnell und war auch nicht so tolles Wetter, Regen und die Kontrolle verloren und auch abgekommen von der Straße und gegen Baum und gegen den Baum gefahren. Mhm. Waren sie beide direkt tot? Nein, sie waren ja eingeklemmt in dem Auto und waren ungefähr noch ein, zwei Stunden, dann sind sie da auch gestorben, am Unfallort noch. Und wann hat man sie gefunden? Ja, es waren andere Autofahrer, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, ich kann mich nicht mehr so erinnern an den Tag, aber wie ich es noch weiß, hatten ein anderer Autofahrer dann Notarzt gerufen und der ist gekommen. Mhm. Aber dann erst sehr viel später, ne? Wenn du sagst, dass sie nach zwei Stunden erst verstorben sind an dem Unfallort, waren sie eine ganze Weile alleine dort. Ja, sie waren allein und das war auch, dass sie waren so arg eingeklemmt, dass sie auch rausschneiden mussten und das hat auch eine Zeit gedauert. Wann hast du das denn dann erfahren überhaupt? Du warst ja während deiner Geburtstagsfeier und hast dich wahrscheinlich gewundert, Mensch, die kommen ja gar nicht. Ja, und ich hatte auch wieder versucht, auf dem Handy anzurufen, keiner dran gegangen, nichts. Und ja, nach einer Weile dann, es war 2 Uhr morgens oder so, war halt auch schon enttäuscht gewesen, hab schon gedacht, wieso sind sie nicht gekommen. Da sind dann meine Großeltern, also die Eltern von meiner Mutter, hatten mich angerufen und es mir am Telefon gesagt. Und da warst du immer noch auf der Feier? Ja. Hm. Und hast du das in dem Moment überhaupt glauben können? Ich weiß nur noch, dass meine Oma das gesagt hat und ab da weiß ich nichts mehr. Nur da bin ich irgendwie zusammengeklappt, total abgeschaltet, einfach fertig gewesen. Wann kommen deine Erinnerungen wieder? Also am nächsten Tag war das, da war ich dann zu Hause, im Haus von meinen Eltern eben. Hm. Und da waren die Eltern von meiner Mutter da. Hm. Und die Eltern von meiner, also meine beiden Großeltern waren da. Hm. Und meine kleine Schwester auch noch. Hm. Die ist jetzt 14 mittlerweile. Hm. Die hat seit dem Tag redete fast gar nichts mehr, nur noch mit niemandem, nur noch mit mir. Ein paar Worte, nur das Nötigste. Lebt ihr beiden denn zusammen seitdem? Ja, wir sind bei den Eltern von meinem Vater, weil mit den Eltern von meiner Mutter haben wir mittlerweile keinen Kontakt mehr. Mhm. Mein Gott, Maria, wie tragisch. An deinem Geburtstag, an deinem 16. Geburtstag, verunglücken deine beiden Eltern tödlich. Mhm. Hast du dir jetzt
Ich meine, wenn man so was Schlimmes erlebt, hat man ja ein Gefühlschaos in sich. Ja. Hast du dir da noch Vorwürfe gemacht, dass du gesagt hast, nun macht mal voran, kommt? Nur. Ich habe mir nur die Schuld dran gegeben und es war noch viel schlimmer für mich. Ich habe mich noch verkrochen und jetzt halt am 8. hatte ich ja auch Geburtstag und ich habe den ganzen Tag, ich bin nur zu Hause gesessen in meinem Zimmer, ich wollte keinen sehen. Nur meine Schwester war da, sonst wollte ich niemanden. Es ist auch nur gerade, dass es dein Geburtstag ist. Das heißt, dein Geburtstag ist jetzt so fest verbunden mit diesem unglaublichen Unglück, ne? Dass du eigentlich nie deinen Geburtstag fröhlich feiern wirst können. Nee. Gibt es denn andere Leute, die dir auch einen Vorwurf gemacht haben, hättest du mal nicht gedrängelt? Nein. Nein. Das hat keiner gesagt. Das war nur ich. Ich finde das auch richtig so, weil deine Eltern waren ja erwachsene Leute. Und sie haben ja die eigene Verantwortung getragen, wie schnell sie fahren. Da würde ich auch in keinster Weise von einer Schuld sprechen, die dich da betrifft. Mhm. Aber es ist ja nur ein Nebenthema. Ne? Das Hauptthema ist ja, dass du so sehr traurig bist, dass das passiert ist. Ja, es geht auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Mhm. Man kann nicht irgendwie drüber wegsehen, oder was heißt drüber wegsehen, halt ein bisschen fröhlicher werden, was immer da ist. Jetzt sind 2 Jahre vergangen. Wie hast du denn diese 2 Jahre verbracht? Wie hat sich dein Leben verändert zu der Zeit vorher, bevor das passiert ist? Total, 180 Grad gedreht. Alles anders gewesen. Sag mal so ein paar Beispiele. Ich hatte einen Freund gehabt seit 2 Jahren, den habe ich verloren dadurch. Ich habe meine Großeltern verloren, also die Eltern von meiner Mutter. Sag mal den Grund, warum? Wir haben erstens, ich fand es einfach nicht in Ordnung, dass sie es mir am Telefon gesagt haben, dass meine Eltern gestorben sind. Und ich hatte sie zur Rede gestellt und sie haben sich auch nicht um uns gekümmert. Und weil meine Schwester nicht geredet hat, haben sie sie nur angeschrien und fertig gemacht. Und ich habe es nicht verstanden und ich wollte nicht mehr. Ja, und... Und warum hat dein Freund dich verlassen oder warum ist das kaputt gegangen durch das Unglück? Ja, weil ich konnte in der Zeit, nachdem das passiert ist, das erste halbe Jahr, ich weiß nicht, ich wollte nicht mehr rausgehen, nicht mehr feiern, irgendwas Fröhliches machen. Ich bin einfach nur zu Hause gesessen. Und das wollte er so nicht mitmachen? Also er hat lang nicht, also 3 Monate ist er immer gekommen, jeden Tag und hat mir geholfen und so, aber man kann auch nicht verlangen, dass ein Mensch das so mitmacht, und deswegen habe ich mich dann auch von ihm getrennt. Achso, du hast dann die Trennung vollzogen. Ja. Das ging gar nicht von ihm aus. Nee, weil ich wollte es ihm irgendwie nicht mehr antun, weil er hat mir auch so leid getan. Ja. Warst du zu der Zeit, vor 2 Jahren, warst du noch Schülerin? Ja. Konntest du überhaupt dann bald wieder zur Schule gehen oder hast du eine ganze Weile ausgesetzt? War ja 16. Geburtstag, hatte ich die mittlere Reife gemacht. Und dann habe ich auch aufgehört. Der Schule. Ja, und was machst du heute? Also ich habe jetzt seit 1 Jahr mache ich eine Lehre als Bankkauffrau. Aber es ist halt nichts Besonderes. Es ist halt nebenher, dass man gerade was hat. Es ist so, dass eigentlich dein ganzes Leben auch immer noch, nach 2 Jahren, der ganze Alltag, dass du permanent von dieser Trauer ja eingenommen bist, dass du nur da eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, nur daran denkst. Eigentlich schon, ja. Weil alles erinnert einen an die Stadt, wo man war mit ihnen. Und einfach alles, was man sieht, das denkt man, oh Gott, da war ich auch mal mit ihnen. Und das haben sie auch mal gehabt. Und du hattest ein inniges Verhältnis zu deinen Eltern? Das war das beste Verhältnis, was man zu Eltern haben kann. Wie alt sind deine Eltern geworden? Also mein Vater war 37 und meine Mutter 34. So jung noch. Ja. Wir hatten noch so viel vor uns zusammen. Es war noch so viel geplant, was wir hätten machen sollen, eigentlich. Ja, das heißt, deine Schwester und du, ihr seid dann aber aus eurem Haus ausgezogen. Ja. Das ist verkauft worden, das ist nicht mehr in eurem Besitz. Nein. Das gibt es nicht, also es ist verkauft worden, wir sind nicht mehr da gewesen an dem Tag. Hast du in den letzten 2 Jahren einmal mal gelacht? Ging das? Einmal, als meine Schwester wieder angefangen hat zu reden. Einmal. Und da hast du aus Freude gelacht, weil du glücklich warst, dass die Schwester vielleicht ein bisschen sich wieder normalisiert. Ja, dass sie wenigstens ein bisschen offener wird, wenigstens mir gegenüber. Dass ich mit ihr reden kann auch. Aber dass sie mit mir
Ja, aber das ist nach wie vor, höre ich so daraus, was du sagst, sehr problematisch mit deiner Schwester. Mhm. Dass sie sich sehr, sehr einigelt, sehr, sehr zumacht, sehr dicht macht und diesen Schock gar nicht verarbeitet hat. Ja. Überhaupt nicht. Das geht nicht. Und sie war ja auch 12. Ja. Da und sie redet nur das Nötigste, ja, nein. Und ich bin traurig und komm mal her oder so. Und mehr geht nicht. Da kriege ich irgendwas raus. Habt ihr beiden denn nach diesem grauenhaften Unglück, seid ihr da mal von einem Jugend- oder Kinderpsychologen betreut worden eine Weile? Ja, wir waren in Therapie auch, aber es hilft nicht viel. Man kann viel reden, aber das in der Seele, das geht nicht weg, nur durchs Reden. Es hilft nicht viel. Es hilft ein bisschen, aber nicht viel. Maria, was ist deine Hoffnung? Meine Hoffnung ist in erster Linie, dass meine Schwester wieder ein normales Leben führen kann, dass sie wieder sich normalisiert und auch offener wird und dann eben, dass wir zwei dann, meine Schwester und ich, neu anfangen können. Mhm. Einfach weg und neu anfangen. Ja, du fühlst wahrscheinlich auch eine Verantwortung für deine kleine Schwester. Mhm. Ne? Du bist, sie hat ja sonst niemanden mehr. Mhm. Liebe Maria, das tut mir sehr, sehr leid, was du gerade erzählt hast. Ich glaube, das kann niemand ermessen, was ihr für Schmerzen durchgemacht habt und auch durchmacht noch. Sehr, sehr leid. Ja. Ich möchte dich jetzt nicht so ganz einfach nur jetzt hier abfertigen und Tschüss sagen. Ich würde gerne, auch wenn du sagst, das hat nicht so viel gebracht, aber vielleicht für heute Abend ist es noch ganz gut, ein paar Worte mit meiner Psychologin möchte ich, dass du mit ihr sprichst. Ist das in Ordnung? Okay, ja. Das ist die Elke. Und die Elke ruft dich gleich an, du legst jetzt auf und dann ruft Elke dich an. In Ordnung. Und ich wünsche dir und deiner Schwester von ganzem Herzen alles nur erdenklich Gute, dass ihr dieses schlimme Schicksal wie auch immer einigermaßen überwinden werdet können in den nächsten Jahren. Mhm. Vielen Dank, danke schön. Alles Gute, Maria, auf Wiederhören. Ja, danke, tschüss. Es ist Daniel jetzt bei mir und Daniel ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Daniel. Dein Thema. Ja, mein Thema. Ja, heftig das Thema, das Vorangehen. Ja, sehr traurig, sehr, sehr traurig. Boah, jetzt bin ich ganz raus. Mein Thema, ich bin schwul, was eigentlich nicht unbedingt das Problem ist, sondern das Problem ist eigentlich, einen Partner kennenzulernen. Das ist irgendwo so das Frustrierende an der ganzen Sache, weil wenn man in der Szene weggeht oder so, dann läuft alles mehr oder weniger immer nur auf Sex hinaus. Mhm. Lebst du in der Großstadt? In der Großstadt? Mittlerweile ja. Also ich bin auf dem Land groß geworden, hab's dann gemerkt, Coming Out auch gehabt, super angekommen alles und dann habe ich gedacht, auf dem Land einen Typen kennenlernen, das muss ja meinen Eltern auch nicht unbedingt zumuten, da das ja doch noch ziemlich spießig und alles was. Dann habe ich gedacht, okay. Bin ja nach Nürnberg gezogen, was auch nicht unbedingt so weltbewegend. Nürnberg ist ja auch noch nicht so der Hit. Nicht eine ganz große Metropole, sehr schöne Stadt, aber. Ja, da habe ich gedacht, jetzt probierst du es mal in München, ist schon etwas besser. Schon ein bisschen besser, ja. War dann wohl auch ein Flop, so wie ich das jetzt momentan sehe. Ja, du musst nach Köln kommen. Daniel. Ja, es ist du musst Köln nach Köln kommen besser. Oder nach Berlin gehen. Ja, da läuft es ja auch nur auf Sex hinaus. Also, in der Tat ist es wirklich so. Jetzt sag mir mal, wie lange du jetzt auf freier Wildbahn quasi bist und auf der Suche bist. Also ich suche jetzt definitiv seit einem halben Jahr. Ah ja. Ja, nichts Jahr. Ist ja noch gar nichts. Ich ziehe mal mit dem Kumpel um die Häuser, der sucht jetzt mittlerweile seit 4 Jahren und ist jetzt nicht unbedingt der Hässlichste. Und er hat gesagt, er ist auch schon so frustriert. Weil es wirklich immer nur auf Sex hinausläuft und die Beziehung, die ich vorher hatte, das war eigentlich nur ein Zufall und ich kann jetzt nicht wieder 10 oder 20 Jahre auf den nächsten Zufall warten. Also ich glaube auch, dass wenn man so in die Disco-Szene so rausgeht, in die schwule Disco-Szene, wenn man da mit der Sehnsucht rausgeht, da eine wirkliche Liebe zu finden, ist das äußerst frustrierend. Weil ich glaube, da hast du völlig recht, was du sagst, dass hauptsächlich auf Sex und Affären und One-Night-Stand und sowas rausläuft. Ich glaube ganz einfach, das hat auch mit schwul oder nicht schwul, es hat damit gar nichts zu tun, dass man immer und überall einfach die Augen aufhalten muss in jedem Lebensbereich, in jeder Lebenslage.
in der Hoffnung, dass der Richtige über den Weg läuft. Und manchmal dauert das halt verdammt lange. Sehr lange sogar. Aber nach einem halben Jahr bist du da noch ein Küken, Daniel. Ja, das ist, also 4 Jahre ist schon ein bisschen härter von deinem Freund. Das ist schon richtig. Was machst du vom Beruf? Ja, ich arbeite im Hotelgewerbe. Mhm. Gut, da lernst du ja auch viele Leute kennen. Ja, aber da können ja alle gleich Attacke schlagen. Also ja. Das ist ziemlicher Nobelschuppen und von daher, glaube ich, kommt es nicht ganz so gut. Andererseits bleibt einem ja auch gar nicht so viel anders übrig, als man kann ja auch nicht zu Hause sitzen. Ne? Also man muss ja auch rausgehen. Und man muss halt auch mit dieser Frustration leben, dass da eben nicht so viel passiert, wirklich Gutes passiert. Obwohl es soll auch schon den Fall gegeben haben, dass jemand in einer sehr schnieken Schulendisco seinen Mann fürs Leben gefunden hat. Ne? Gibt's auch. Ja, das schon, aber das Deprimierende ist ja dann eigentlich immer noch, wenn du das siehst. So die größten Bauern, in Anführungszeichen, haben die tollsten Typen ja. an der Seite und da denkst du dir, nee, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Das schnalle ja dann ganz und gar. Aber dann ist ja der Abend eigentlich schon wieder gelaufen. Weißt du, dafür gibt es, für den Fall, den du jetzt gerade geschildert hast, gibt es kein Rezept oder keine Lösung. Wie gesagt, das ist auch kein schwules Problem. Ich glaube, dass man einfach nur am Ball bleiben muss. Ich drücke das mal so ganz neutral aus. Das Glück hat manchmal wirklich einen weiten Weg vor sich, bis es einen dann erreicht. Also, wenn ich mir jetzt so vorstelle, er wartet jetzt schon 4 Jahre, bis er irgendwas Tolles findet. Das heißt, ich soll noch 3,5 Jahre warten, vielleicht noch länger. Ja. Also, Ich überlege gerade, also meine, ich weiß nicht so genau ungefähr, meine längste Zeit, wo ich auch mal so wo ich gesucht habe und frustriert war und so, es waren auch 4, 5 Jahre so. Das kann es doch nicht sein. Ja, das ist schrecklich. Dann denkt man kommt auch zwischendurch mal in so Momente an, wo man denkt, ach, das gibt so alles nichts. Auch wenn man ganz jung ist, du bist erst 22, aber das hat damit gar nichts zu tun, dass man dann auch denkt, ach, ich werde nie glücklich, ich werde nie jemanden finden. Ja, weil du kannst da hingehen, wo du willst, ob du in Cafés gehst oder an irgendeinen Badesee gehst oder sonst irgendwas. Das läuft immer nur auf das Thema Sex aus. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, Bock drauf. Also. Aber auch eben aus dieser selbstgemachten eigenen Erfahrung, dass man einfach tapfer dabei bleiben muss. Und lass dich nicht auf so viele Sexgeschichten ein. Ich glaube, das turnt dich nur ab und frustriert dich letztendlich noch mehr. Ja, und vor allen Dingen lass dich nicht auf Sexgeschichten ein, wenn du eigentlich die Sehnsucht nach einer Verliebtheit, nach einer Beziehung hast. Denn dann wirst du immer enttäuscht sein am nächsten Morgen. Lass dich nur auf eine Sexgeschichte ein, wenn für dich ganz klar ist, ich bin heute Abend gut drauf und scharf drauf. Ich will einfach eine tolle, leidenschaftliche Sexnacht haben und mehr auch nicht. Aber auf keinen Fall, wenn du Sehnsüchte hast nach einer Beziehung. Also warten, warten, warten. Warten, warten, warten. Kopf hoch, Kopf hoch, Kopf hoch. Ab und zu denkt man, es geht nicht weiter, aber es geht dann immer doch noch weiter. Na bravo. Weißt du, man muss ja auch alles immer in Relation sehen zu vielen anderen Sachen. Es war jetzt schon verrückt, dass unser Gespräch stattgefunden hat vor dem Gespräch mit Maria. Mhm. Ne? Dann erscheint so etwas, erscheint einem das doch schon eher klein, dass man denkt, ah, man darf da gar nicht so rumjammern. Ich bin gesund und es ist alles eigentlich so im Lot und es wird schon werden. Es gibt Menschen, die viel schlimmere Schicksale zu ertragen haben. Sagt sich so leicht, aber wenn man das so gehört hat, gerade mit der Maria, glaube ich, versteht man das ganz gut. Ja, das ist ein Trost für einen Moment. Für einen Moment, ja klar. Daniel, Kopf hoch. Nicht hängen lassen. Ach Mensch. Brust raus, nach vorne schauen und es wird schon der Richtige irgendwann kommen. Vielleicht in 10 Jahren. Na prickeln. Ich bin begeistert. Aber dann hast du immer noch 40, 50 Jahre vor dir. Ist auch gut. Naja, lass uns halt mal überraschen. Ich drücke die Daumen und schönen Gruß nach München. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Rainer, 36 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Rainer. Hallo Jürgen. Ja. Ich rufe dich an, weil meine Eltern haben sich nach 13 Jahren bei mir gemeldet. Heute zum ersten Mal mal wieder. Nach 13 Jahren? Ja. Du hattest keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern, warum? Ja, das ist so gewesen, ich habe in Düren eine Umschulung gemacht. Und zwar war das eine blindentechnische Umschulung zum Telefonist. Du bist blind? Nee, ich bin fast blind. Mhm, mh. Und dort habe ich auch meine Frau kennengelernt, die ist auch fast blind. Mhm. Und damit ging der ganze Trouble los. Ich habe erstmal habe ich bei meinen Eltern im Haus habe ich eine eigene Wohnung gehabt, habe da auch Miete bezahlt, wie ich hier jetzt in der Wohnung auch bezahle. Mhm. Und danach, wo ich dann ausgezogen bin, wollten meine Eltern erstmal haben, dass ich erstmal weiter für das Haus noch bezahle. Mhm.
Und da ich mich dann geweigert habe, haben die einfach mein Geld dann festgehalten. Da habe ich ja mit meiner Frau noch Laufereien noch gehabt, damit ich mein Geld auf meinem Konto hier bekomme. Also lass mich fragen, für das Haus, du solltest für das Haus deine Eltern zahlen, obwohl du ausgezogen bist. Ja, da sollte ich die Hälfte trotzdem noch beitun, obwohl ich ausgezogen bin. Das ist natürlich Blödsinn. Ja. Hatten deine Eltern auch was gegen die Verbindung zu deiner damaligen Freundin? Ja, da hatten sie auch was gegen, obwohl die meine Frau gar nicht kannten. Mhm. Also, dann habt ihr euch entzweit wegen dieser angesprochenen Geschichten und vielleicht noch ein paar anderen Kleinigkeiten oder Kleinigkeiten. Diese sind ja keine Kleinigkeiten gewesen. Ja. Gab es noch was Gravierendes, was euch damals auseinandergebracht hat? Ja, dann kam das Nächste. Dann hat er verschiedene Sachen von mir festgehalten, wie eine Stereoanlage und eine Schreibmaschine. Mhm. Und die wollte ich dann gerichtlich herausfordern lassen. Uiuiui. Und habe auch eine Kaufbelegquittung dabei getan. Dann beim Anwalt ist das alles gelaufen. Dann hat mein Vater mich ja noch angezeigt wegen Urkundenfälschung. Ach, er hätte diese Quittung nicht unterschrieben. Also ich merke, die Verhältnisse waren völlig zerrüttet. Ja. Wenn man schon wegen einer Schreibmaschine oder Stereoanlage vor Gericht geht, ist alles kaputt eigentlich. Ja, doch. So, dann waren 13 Jahre mal Sendepause zwischen euch. Ja. Da war nichts, gar nichts. Da war gar nichts. So, und jetzt hast du sie heute, haben die sich gemeldet bei dir? Und heute Abend haben die sich plötzlich gemeldet bei mir und kamen mit dem Argument, ich möchte Ihnen doch bitte verzeihen. Haben Sie angerufen? Die haben mich angerufen. Also erst war mein Vater am Telefon dran. Mhm. Der hat gesagt, also nach 13 Jahren wäre es doch endlich mal gut und muss ich doch Ihnen verzeihen dann. Mhm. Und dann kam meine Mutter und die hat auch dasselbe gesagt dann. Und wie hast du dich da gefühlt, als plötzlich der Vater nach 13 Jahren am Telefon war? Ja, also mir war ein bisschen kribbelig zumute, das ja. Wie hast du denn reagiert dann auf Ihr Angebot oder Ihr Anliegen, dass Sie um Verzeihung bitten? Ja, ich habe das abgeschlagen, weil ich habe gesagt, ich finde das auch nicht richtig, dass ein Vater seinen eigenen Sohn dann anzeigt wegen Urkundenfälschung. Mhm. Also das habe ich gar nicht verstanden, du hast es ausgeschlagen. Ja, ich habe es ausgeschlagen, ja. Mhm. Und als du dann mit deiner Mutter telefoniert hast, hast du es da auch nochmal ausgeschlagen? Ja. Und dann war das Gespräch beendet? Und dann war das Gespräch beendet. Dann. Wie lange hat das Gespräch gedauert? Ja, vielleicht 20 Minuten, 25 Minuten so. Mhm. Wohnt ihr eigentlich im gleichen Ort? Nee, also ich wohne in Köln und die wohnen in Westwich, das liegt im Sauerland, in der Nähe von Winterberg. Ach so, das ist natürlich ein ganzes Stück weg und dann läuft man sich auch nicht über den Weg, so ja. Einfach. Mensch, Rainer, nach 13 Jahren kommen die Eltern und entschuldigen sich quasi. Und sagen, es tut uns leid, was wir damals gemacht haben. Und lasst uns doch wieder in Frieden leben, in gutem Kontakt sein. Ne? So haben die das sicher ausgedrückt. Und da muss ich noch das Schöne dabei sagen, aus diesem Gerichtsverfahren, da mit der Urkundenfälschung, bin ich dann verurteilt trotzdem worden, obwohl die Gutachter dann nicht richtig feststellen konnten, wer das unterschrieben hat. Trotzdem haben sie mich verurteilt und hatte noch dann auch noch 7.000 Mark Gerichtskosten und für die zwei Gutachter dann noch zu bezahlen. Auch. Heute noch? Ja, also da bin so ich heute noch 2.000 Mark noch dran abzubezahlen. Wurde, aber wahrscheinlich habt ihr gar nicht so weit geredet gerade. Darüber habt ihr nicht gesprochen, über die Schulden und das Abzahlen und so. Doch, da hatte ich darüber gesprochen, weil ich gesagt habe, aufgrund dessen sehe ich das nicht ein, warum ich denen verzeihen sollte. Mhm. Haben Sie darauf irgendwas erwidert? Nee, gar nichts. Gar nicht. Mhm. Ach, der Rainer, ich weiß ja nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du dich sehr gekränkt fühlst und dass da üble Dinge abgelaufen sind. Aber andererseits finde ich es immer eine tolle Geste, wenn jemand sagt, komm, lass uns wieder gut sein. Ich bitte um Verzeihung und nach 13 Jahren sollten wir eigentlich im Frieden leben. Mhm. Meinst du nicht, dass du jetzt vielleicht ein bisschen vorschnell das abgebügelt hast? Und vielleicht sollte man doch wirklich diese Chance nutzen. Und vielleicht kann man sich ja sogar mit dem Geld noch arrangieren und einigen, dass sie vielleicht ein bisschen was dazu tun, wenn du sachlich darüber mit ihnen nochmal redest. Mhm. Ja, das können die ja selber nicht. Mein Vater hat selber eine geringe Rente bei dem eigenen Haus da. Und dann hat er eine monatliche Abzahlung von 2.600 Mark. Gut, dann lassen wir mal das Geld weg. Geld ist letztendlich auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man sich versteht mit seinen Eltern und mit den Leuten, die einen umgeben. Wäre es völlig undenkbar zu sagen, okay, komm, Handschlag drauf, ist wieder gut das Ganze? Oder wir treffen uns mal und trinken mal Kaffee zusammen, ihr kommt zu uns oder... Also von meiner Frau seiner Seite aus ist das auch undenkbar, weil sie fand meine Eltern auch sowieso unsympathisch auch.
Aber Rainer, das ist 13 Jahre her. Ich meine, es muss ja für Sie auch, in denen ist ja auch irgendetwas passiert. Das ist ja für die wahrscheinlich auch eine große Sache gewesen, dann nach 13 Jahren anzurufen und quasi um Verzeihung zu bitten. Das ist ja auch eine Leistung, muss man ja auch mal ernst nehmen und realisieren. Ja. Aber was das Erstaunliche war, davor kamen auch keine Geburtstagskarten oder Weihnachtskarten, mal für meine Frau oder für mich jetzt gar nichts. Nee, das ist mir schon klar. Mein Geburtstag war im Februar und jetzt auf einmal einen Monat später rufen sie an dann. Ja gut, aber sie haben jetzt angerufen. Ja. Ah, du bist noch ganz voller Zorn, ne? Das merke ich. Ja. Aber es ist nicht gut, sowas das ganze Leben lang mit sich herumzutragen, Rainer. Ja, sicher. Es ist, also irgendwo hängt man an seine Eltern. Ja, und irgendwo ärgerst du dich und es betrifft und bedrückt dich. Ohne jetzt wirklich die Details zu kennen, würde ich schon sagen, komm, nimm die Gelegenheit, pack sie beim Schopf und ruf morgen an und sag, kommt Leute, lass uns mal einmal treffen und mal gucken, wie es weitergeht. Ja, werde ich erstmal versuchen. Entweder bei dir, bei euch oder bei denen oder ihr trefft euch irgendwo, ist ja egal, Hauptsache ihr redet mal miteinander und seid auch mal zusammen. Vielleicht kann sich ja da doch einiges hinbiegen und es bietet sich die Möglichkeit, dass ihr friedlich miteinander verkehrt wieder in Zukunft. Ja. Rede mal mit deiner Frau nochmal. Ja. Also auf die Dauer, fürs ganze Leben finde ich das nicht gut, so verkracht zu sein mit den Eltern. Ja, gut. Dann werde ich ja nochmal versuchen. Guck mal, einen Satz noch. Mehr kann man ja gar nicht verlangen, als dass einer mal den ersten Schritt tut. Und sie haben ja den ersten Schritt getan. Hm. Red mal mit deiner Frau. Ja. Schöne Grüße an sie. Ja, mache ich. Tschüss. Ja, tschüss. 1.36 Uhr, 18 Sekunden, eine kleine Pause. Nur 36 und 56 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht, eine offene Telefon-Talkshow heute Nacht. Und das heißt, ihr könnt mich hier live anrufen in der Sendung, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen heißt das Thema die ganze Stunde über. Ich, keiner ist so toll wie ich. Ich möchte mit Egozentrikern, mit Narzissten, mit Egomanen reden, aber die sich wirklich gewaschen haben. Also von der härtesten Sorte, das ist das Thema morgen. Viele Leute fragen immer zu und faxen mir, wo ist denn dein weißer Hirsch geblieben, der im Hintergrund steht, wo jetzt der braune Hirsch, der schöne silbern-braune Hirsch steht. Der weiße Hirsch hat, dem ist eine große Ehre zuteil geworden. Der befindet sich aus leihweise in einem Museum im Moment, und zwar im Museum Goch. Noch bis zum 14.04. Da gibt es nämlich eine Ausstellung, die heißt Mob Art von wegen Pronto. Und da geht es um Staubfänger. Und das deutsch-israelische Künstlerduo Trash Treasure organisiert diese Ausstellung. Und dorthin haben wir den weißen Hirsch verliehen. Also im nächsten Monat ist er dann wieder hier. Im Museum Goch befindet er sich zurzeit. Jetzt bin ich verbunden mit Nino. Und Nino ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja. Darf ich Jürgen sagen, ne? Ja, absolut. Ich sage ja auch Nino. Ja, genau. Also es geht darum, und zwar, ich bin mit meiner Verlobten seit 9,5 Monaten zusammen. Ja. Wir vom ersten Tag schon wohnen wir zusammen. Wie, vom ersten Tag gesehen auf der Straße und gesagt, komm, wir ziehen zusammen? Nein, wir kannten uns schon vorher. Ah so. Also wie vorher, Freunde oder sowas? Ja, genau. Wir waren gute Freunde vorher. Verstehe. Ja, und vom ersten Tag wohnen wir zusammen. Mhm. Ja, und es klappt wunderbar. Die beste Beziehung, die ich bis jetzt gehabt habe. Mhm. Nur wegen ihrer Vergangenheit kommt sie irgendwie nicht klar. Und in letzter Zeit weiß ich nicht, wie ich ihr helfen kann. Was ist denn mit ihrer Vergangenheit los? Was war sie? Ja, was hat sie mit 11 Jahren wurde sie vergewaltigt vom Großvater. Mhm. Dann mit 17 wurde sie auch nochmal vergewaltigt. Mhm. Nur von der Vergewaltigung hat sie nicht viel mitgekriegt, weil das war eine Einweihungsparty, ihre Wohnung. Sie war ja im Heim, dann hat sie dieses so ein
hat sie eine eigene Wohnung gekriegt. Mhm. Und wurde eingeweiht und ja, in dem Abend wurde sie auch vergewaltigt. Sie hat zwar viel getrunken, dann ist sie schlafen gegangen, weil sie nicht mehr klar kam. Mhm. Ja, und dann wurde sie vergewaltigt und man hat es ihr dann hinterher gesagt, eine Freundin, die beste Freundin von ihr. Achso, das hat sie gar nicht mitbekommen, da war sie so... Nein, gar nicht. Mhm. Und ja, und ihre beste Freundin, anstatt das zu verhindern, ja, hat sie es dann hinterher erzählt. Sag mal, wer hat das denn gemacht? Ja, sie weiß es nicht, wer. Es war irgendeiner, der bei der Party da war. Achso, die beste Freundin kannte den auch nicht. Ja, nee. Mhm. Ja. Ja, und es geht darum, sie hat es die ganze Zeit versucht zu unterdrücken. Mhm. Und seitdem wir zusammen sind, ich meine, sie kann mit mir über alles reden, wir reden auch über alles. Mhm. Und in letzter Zeit hat sie Halbträume, Ausraster. Wie alt ist denn deine Freundin? 21. 21, das heißt, so sehr lange liegt das alles auch noch nicht zurück. Nee. Und ich weiß nicht, wie ich ihr helfen. Ich höre zwar zu, aber das bringt sie auch nicht weiter. Mhm. Auch wenn ich ja sage, sie hat auch psychologische Behandlung gehabt, wo sie im Heim war, wegen der ersten Vergewaltigung. Mhm. Nur die hat sie abgebrochen, weil das war eine gezwungene Sache. Und wie ist das denn jetzt in eurem Verhältnis? Wie läuft denn bei euch das Sexuelle? Ist das auch schwierig oder gar gestört? Ja, gestört würde ich nicht sagen, aber schwierig auf jeden Fall. Sie ekelt sich auf jeden Fall vor Sex. Das heißt, sie macht es nur für dich, dir zu lieben? Nein, sie hat schon Spaß, aber es ist ja nicht, wie soll ich sagen, es ist ja nicht, dass wir so jeden Tag, ne? Ja, Moment, du sagst, einerseits, sie ekelt sich vor Sex und dann sagst du wieder, es macht dir auch Spaß. Was ist denn richtig? Ja, ich meine, sie ekelt sich davor, weil es passiert auch öfters, dass danach ihr die ganze Sache hochkommt. Und dann sitzt sie da und heult und ich komme mir natürlich blöd vor. Also, das heißt ja schon, dass das sexuelle Verhältnis zwischen euch sehr gestört ist und sie vielleicht vieles auch wirklich dann nur macht dir zuliebe und sie im Grunde ihres Herzens da überhaupt keine Lust zu hat und das nicht mit Leidenschaft und Freude tut. Ne? Doch, das vermute ich jetzt schon, wenn du es so beschreibst. Ich glaube, Nino, da kannst du ihr nur den einzigen Rat geben. Klar, du kannst ihr zur Seite stehen, aber da scheinst du auch überfordert zu sein oder ist ja, man als Partner vielleicht überfordert. Da kannst du ihr nur den Rat geben, sich wieder und so schnell wie möglich an einen Therapeuten zu wenden. Auch sie hat das ja damals abgebrochen. Ja. Und das zahlt auch jede Krankenkasse nach dem, was da vorgefallen ist. Mhm. Das schafft sie nicht alleine. Sie soll zu einer Beratungsstelle gehen. Doch soll man ihr das erklären, wie sie das alles macht. Und dann soll sie so eine Psychotherapie anfangen. Ja, nun die Sache ist so, sie sagt, womit habe ich das verdient? Weil ich meine, ich weiß es auch nicht, weil so ein Mensch, wie sie ist, ne, hat sie es wirklich nicht verdient. Gut. Ich komme selber damit nicht klar. Nee, wieso? Aber das ist ja auch nicht die Frage, über die wir uns unterhalten müssen. Natürlich hat sie es nicht verdient. Die Frage ist jetzt, wie kann man ihr so schnell wie möglich helfen, dass es ihr besser geht und dass es in eurem Verhältnis auch noch besser geht. Und das geht nur von außen, das geht nur mit einem Fachmann. Das auf jeden Fall. Nur, ich weiß nicht, hast du ein paar Adressen? Ja, da wollte ich gerade noch hinaus. Es ist für jemanden auch immer sehr schwierig, da zu recherchieren und so. Wir rufen dich gleich nochmal an und können dich dann mit den entsprechenden, zumindest mit den Erstansprechpartnern versorgen. Okay. Ja, alles Gute, Nino. Schönen Gruß an deine Freunde. Tschüss. Ach so, noch was. Kannst du vielleicht Autogramme schicken von dir? Ja, du hinterlässt dann gleich deine Anschrift, okay? Okay, ich danke dir. Alles Gute. Ne? Tschüss, Nino. Tschüss. Günther ist da, 49 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Günther. Ja, ich wollte mit dir auch mal drüber sprechen, und zwar geht es um die Trauerbewältigung. Ich habe das vorhin von dem einen Mädchen gehört, nicht weil die Eltern verloren hat. Bei mir ist es umgekehrt, ich habe einen Sohn verloren, mit 17 Jahren. Und er war 17? Er war 17, 17,5. Wie lange liegt das zurück? Zwei Jahre jetzt. Zwei Jahre, ja. Was ist da passiert? Du weißt ja selber, Jungs mit 17 Jahren kommen abends nach Hause, sind geil, befriedigen sich selber. Und er hat es dermaßen gesteigert, dass er ja so sich eine Tüte über den Kopf gezogen hat, eine Plastiktüte. Ach. Ne? Kennst du das ja, welche strangulieren sich, die sind das alles, also sag mal Sex, den man nicht alleine machen sollte, was so gefährlich ist. Mhm. Ja, ich kenne diese Praktiken aber eher von älteren, also von erfahreneren Menschen. Aber von 17-Jährigen habe ich sowas noch nie gehört. Also dass sie sich einen sexuellen Kick dadurch holen wollen, dass sie fast ersticken. Ja, ich weiß jetzt nicht, woher es hat und so weiter, alles nicht, weil es ist nun mal halt passiert. Und dann habt ihr ihn tot in seinem Zimmer gefunden?
Ja, meine Frau wird im nächsten Morgen wecken, er musste zu seiner Schule wieder hin, ne? Also bei der Berufsausbildung. Mhm. Also er wäre gut drauf. Es war kein Selbstmord, nichts, ich war einfach wirklich einfach super gut drauf. Ne? Es war eine Schule mit der Reife gehabt, ja. Also eine Lehrstelle, da wollte Autoschlosser werden, alles super gelaufen. Wie hat deine Frau ihn dann vorgefunden? Ja, morgens aufstehen, die Junge kommt nicht runter, geht so nach oben. Das heißt, er hat also, wir haben ein 2,5 Familienhaus, sag ich mal so, ne? Mhm. Und der hat sein Zimmer also praktisch über uns gehabt. Mhm. Ne? Und ja, steht nicht auf, geht hoch und dann lag er da im Bett. Ne? Mit einer Plastiktüte über dem Kopf? Mit der Plastiktüte über dem Kopf. Und sonst unbekleidet? Unbekleidet, ja, ja. Also, jetzt, also die Untersuchung also ergeben, er war, hat sich also selbst befriedigt, hat einen Samenerguss gehabt und so weiter. Das ist also nachgewiesen worden alles. Mhm. Wie hat er denn diese Plastiktüte, wie hat er die verschnürt, dass er die nicht wieder loskriegen konnte? Also er hat einen Schal noch drumherum gebunden. Aber so gebunden, dass er das nicht wieder losreißen konnte? Ja, pass mal, du weißt selber, wenn du im höchsten Stand der Erregung bist, da hast du schon Luftknappheit normalerweise. Und da hast du keine Chance mehr. Er ist auf Deutsch gesagt, er hat mit dem Lächeln im Gesicht, kannst du sagen, ist eingeschlafen. Ja. Warst du da in dem im Haus auch, als deine Frau? Ja, auch natürlich. Und da hat deine Frau dich natürlich geholt, dass sie das gesehen hat. Ja, kommt die Treppe runter, Oliver tut diesen Teil, das ist ja ich dann hoch und so weiter, alles und angefasst. Und war er schon kalt. Mhm. Ne? Es gab dann gerichtsmedizinische Untersuchungen, hast du gerade gesagt. Ja, natürlich, diese Untersuchung, Kriminalpartei, alles ist ja da gewesen und so weiter und hat das festgestellt. Und man hat es dann genauso rekonstruiert, wie du es gerade geschildert hast, dass das so da gelaufen ist. Aber hast du denn vorher, habt ihr das mitbekommen, dass er so ein bisschen auf so härtere Sexpraktiken schon aus ist? Nein, eigentlich nicht. Ach, vielleicht hat er das auch irgendwann nur mal gelesen oder im Internet gesehen oder irgendwo, irgendwas. Und wollte es mal ausprobieren? Man kennt es alles, aber wenn es einen selber betrifft, nicht, weil dann triffst du einen wie einen Hammer. Ist ganz normal. Ne? So, 17-jähriger Junge, tot. Ja. Durch einen tragischen Unfall, einen bizarren tragischen Unfall. Ja, und es war ein Unfall, wie gesagt. Ich sage immer, Oliver, er kann nichts dafür. Er ist eingeschlafen, ohne dass er es weiß. Mhm. Er hat nichts gemerkt davon. Jetzt sagtest du gerade, du wolltest was auch zum Thema Trauer, Trauerarbeit und Trauerbewältigung. Ja, das Ganze ist ja die Bewältigung hinterher. Ne? Das erste Jahr für jeden, der ein Kind verloren hat, der wir jetzt beurteilen können, das kann also nur einer beurteilen, der ein Kind verloren hat. Das erste Jahr ist das Schlimmste von allem. Ne? Aber die anderen Jahre werden auch nicht besser. Bei uns sind jetzt 2 Jahre her. Ich bin jetzt seit fast über viele Jahre schon zu Hause, weil ich Probleme habe jetzt mit dem Gucken. Wir kriegen Augenzwinkern, das hat mit der Helligkeit nichts zu tun. Ich kann dann so zwinkern, ich habe einen Kleintransporter gefahren und so weiter, das geht nicht mehr, das ist zu gefährlich. Hat das dann mit dem Unglück zu tun oder warst du vorher schon krank? Nein, ich war vorher nicht krank. Mhm. Bin in Behandlung gegangen, Schulmedizin, alles durchgecheckt und so weiter, Ärzte, Tomografie und so weiter, alles gemacht, bin kerngesund. Bin zum Chinesen gegangen, zur Akupunktur. Die haben gesagt, das ist eine Schockwirkung des Körpers. Ne? Also auf der Reaktion, ich habe dir das erzählt und so weiter alles. Und kriege Akupunktur, darf ich natürlich selber bezahlen, zahlt die Krankenkasse nicht. Aber das ist ein Teil, was hilft. Aber die andere Sache ist die psychologische Betreuung, die ich jetzt brauche, die ich jetzt auch kriege, die ich jetzt gefunden habe. Was viele nicht wissen. Es gibt einen Verein, der heißt Selbsthilfegruppe, Verein für verwaiste Eltern. Ne? Ich weiß, das haben wir hier schon mehrfach thematisiert. Ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Gruppierung, Selbsthilfegruppe, für Leute, die in dieser Art und Weise betroffen sind, wie du jetzt eben zum Beispiel auch. Ja. Weil es gehst du doch, du gehst, wenn man, bis man selber dahinter kommt, das dauert seine Zeit. Selber körperlich fühlt man sich gut und seelisch, wie gesagt, der Körper reagiert irgendwann. Wie lange gehst du oder deine Frau, ihr beide, geht da jetzt hin schon? Ja, wir haben sie jetzt erst kennengelernt, nach 2 Jahren, wir sind erst 2-mal da gewesen. Und der erste Eindruck ist schon ein guter Eindruck gewesen. Das ist auf jeden Fall ein guter Eindruck. Ne? Ja. Allein die Gespräche mit den Leichtbetroffenen. Ja, das sind eben Menschen, die alle ein ähnliches Schicksal erlitten haben. Ja. Vielleicht ist das sogar noch hilfreicher, als wenn man zu einem Psychologen geht. Oder man macht beides, ist vielleicht auch sehr... Nein, jetzt kommt das Problem dazu, deswegen ich dich anrufe. Darf ja du sagen, ne? Ja, natürlich. Ich habe gefunden, dass es gibt eine sogenannte Zentralstelle in Hamburg. Und die haben mir gesagt, ich habe gesagt, ich brauche Psychologen, die auf Trauerarbeit spezialisiert sind. Es gibt 3 Stück, sage ich jetzt mal, im norddeutschen Raum, alle 3 in Hamburg. Super. Ne? 3 Stück nur im norddeutschen Raum, das ist ein bisschen wenig. Ne? Und das ist alle anderen, ich bin nur einer hier gewesen, bei uns in der Nähe und so weiter, alles.
es war eine gute Psychologin oder Therapeutin, muss ich unterscheiden, ne? Die hat gesagt, sie kann mir nicht helfen. Aber umso besser und umso wichtiger. Das ist eine klare Aussage. Sie natürlich, hat ja. Gesorgt und so weiter, alles, ne? Aber umso wichtiger, dass ihr jetzt diesen Kontakt zu den verwaisten Eltern gefunden habt. Und lass mich noch fragen, was ich da. Verwaisten Eltern habe ich jetzt eine Adresse gekriegt, wie gesagt, 30 Kilometer von mir in Trenteln heißt der Ort, gibt es eine Klinik. Hat auch den Vorteil, dass es keine Kur beantragen muss, ist eine Klinik, die auch psychiatrische und psychologische Betreuung macht, auch speziell trauerbegleitende Betreuung. Ah ja. Ne? Gut, 6 Wochen muss ich da hingehen und Antrag stellt, läuft und so weiter, aber das dauert alles. Achso, das hast du auch schon in die Wege geleitet. Das habe ich jetzt in die Wege geleitet, ja. Du redest immer von dir oder in der Ich-Form. Ich meine, es ist nicht negativ. Du redest in der Ich-Form. Wie geht deine Frau damit um? Ja, also meine Frau kann es besser verkraften wie ich, habe ich das Gefühl, weil bei bestimmten Tagen, ich hatte vor 2 Wochen, also letzte Woche Geburtstag gehabt, das Bild von meinem Sohn, das steht bei mir im Schrank nicht, also das gucke ich jeden Tag an, kein Problem. Wie ich den Geburtstag hatte, das war am Dienstag, gucke ich das Bild an, muss ich anfangen zu heulen. Bitte? Du musst dich anfangen zu heulen. Ich dachte, als wenn Oliver bei mir hier im Raum, im Wohnzimmer mit da ist. Ja, jeder Mensch hat da seine eigenen Strategien und Formen, damit umzugehen. Wenn deine Frau wird es vielleicht in irgendeiner Weise anders schaffen. Damals die erste Woche war das Schlimmste, das kannst du dir nicht vorstellen. War es euer einziges Kind eigentlich? War es euer einziges Kind? Nee, wir haben noch eine Tochter. Ja, ist sie älter? Nein, die ist jünger. Die ist jünger. Die ist jetzt 14, war damals 12 Jahre gestorben ist. Spricht allerdings auch nicht drüber. Also, ich finde diesen Hinweis. Also man kann ihn nicht oft genug machen. Ich habe es, wie gesagt, schon einige Male hier erwähnt in der Sendung, aber es ist gut, dass es immer wieder thematisiert wird. Jetzt eben von dir, dass es diesen bundesweit organisierten Verein, die Selbsthilfegruppe Verwaiste Eltern gibt. Ja. Und auch treffen sich Menschen, die ihre Kinder verloren haben, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist für Menschen, die so ein Schicksal erleiden mussten, glaube ich, eine sehr, sehr gute Anlaufstelle, weil man Gleichgesinnte trifft. Ja, vor allem das Problem, wie gesagt, bei uns hat es also fast 2 Jahre gedauert, bis wir dahinter gekommen, dass es sowas überhaupt gibt. Und die normalen Psychologen und Therapeuten, die auf dem Gebiet keine Ahnung haben, sag ich mal so, kann man vergessen, das sagen die in der Gruppe. So, umso wichtiger, dass du angerufen hast und das nochmal hast jetzt hier in aller Öffentlichkeit hast sagen können, Günther. Ich danke dir dafür den Anruf und wünsche, dass der Kontakt mit der Selbsthilfegruppe und auch der Klinikaufenthalt für dich gut ist und dass du ein wenig geholfen wirst bekommen. Also ich kann nochmal die Telefonnummer von diesem Verein vergeben in Hamburg. Fällt mir so bei euch welche anrufen, die wir dachte, das mal weitergeben könnt. Wir machen mal Folgendes. Wir rufen dich gleich nochmal an und wir hinterlegen diese Nummer hier. Das heißt, die ist bei uns abrufbar. Ne? Okay, alles Gute, Günther. Ne? Okay, auf Wiederhören. Ich wünsche dir was. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Anne. Und Anne ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Anne. Guten Morgen. Ich grüße dich Guten herzlich. Morgen. Ja. Dein Thema. Ja, mein Thema. Es geht um 3 Frauen. Eine davon ist meine Schwester, die ich leider nicht kenne. Und ich bin am Überlegen, wie ich das mache, dass ich die Frau kennenlerne. Also es geht um 3 Frauen. Die eine Frau bist du vermutlich. Die bin ich. Die andere Frau ist deine Schwester, die du nicht kennst. Das werden wir gleich ergründen, warum du sie nicht kennst. Ja. Und wer ist die dritte Frau? Meine Mutter. Die Mutter? Ja. Warum kennst du deine Schwester nicht? Ja, warum kenne ich meine Schwester nicht? Meine Mutter war 19 Jahre alt und hat in so einem katholischen Clan in so einem kleinen Ort gewohnt. Und die ist dann auch da katholisch verheiratet worden mit einem Mensch, der sie gehauen hat. Und sie ist vor diesem geflüchtet und hat dann von diesen Katholiken und von den Priestern so gesagt gekriegt, wenn du das heilige Bund der Ehe da zerschneidest, nehmen wir dir das Kind weg. Und das haben die auch gemacht. Haben die versteckt und so. Ja. Und wo ist das Kind dann aufgewachsen? Also deine Schwester? Bei ihrem Vater. Ist das deine Schwester oder Stiefschwester? Das ist meine Halbschwester. Die Halbschwester. Wir haben die gleiche Mutter. Ja, und sie ist aufgewachsen dann bei dem Vater. Genau. Und Tanten oder was weiß ich. Jedenfalls wurde ich irgendwann geboren. Wie weit seid ihr auseinander? Wie viele Jahre? 16. 16 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Ja, und irgendwann war ich dann da. Und auffällig war, dass meine Mutter überhaupt keine Beziehung zu mir hergestellt hatte.
Also ganz kalt und ganz abweisend und ganz komisch. Das heißt, so bist du aufgewachsen. In deiner Kindheit war nicht sehr viel Nähe, sehr viel Zärtlichkeit von deiner Mutter zu spüren. Nee. Mhm. Und ja, ich denke, das lag daran, das wurde mir erst viel später klar, dass diese andere Frau da wie so ein Schatten über der Familie hing eigentlich. Welche andere Frau? Meine Schwester, genau. Die Schwester, du meinst, dass deine Mutter so traurig war, dass die Schwester, ihre andere Tochter ihr weggenommen wurde? Ja, und dann hat sie erst gar kein Verhältnis aufgebaut, denn zu was man kein Verhältnis aufbaut, das kann man auch nicht verlieren irgendwie. Zu dir meinst du jetzt? Ja. Ja. Mhm. Das Gefühl habe ich zumindest mal. So, seit wann bist du denn jetzt daran interessiert, dass du deine Schwester kennenlernen möchtest? Ja, es kam ganz plötzlich. Ich habe irgendwie mit meiner Mutter so gebrochen. Also ich will von ihr eigentlich nichts mehr wissen. Und das Gefühl kam einfach so auf. Wann? Vor ein paar Monaten. Ach so, so frisch ist das noch. Das ist aber sehr ungewöhnlich. Ne? Du bist ja schon, sage ich mal, 38 Jahre alt. Ja, es ist sehr ungewöhnlich. Ne? Da hätte man doch schon denken können, naja, vielleicht vor 10 oder gar 20 Jahren. Ich will meine Schwester kennenlernen. Es war überhaupt kein Thema. Vielleicht, weil es kein Thema war. Vielleicht habe ich mich auch gar nicht getraut, das zu einem Thema zu machen. Vielleicht, ja, das kann sein. Hast du denn jetzt eine Idee, wie man das recherchieren kann? Genau, das ist mein Problem. Also es ist so, dass ich weiß inzwischen, wie sie heißt. Und sie lebt in einer Stadt, eine Viertelstunde von Köln weg. Und da sind 3 Frauen mit dem Namen. Aber das ist doch schon ein tolles Ergebnis der Recherche. Ruf doch alle 3 Frauen an. Kann ich nicht. Warum nicht? Um Gottes Willen. Ich kann da nicht anrufen und sagen, ja, hallo, hier ist deine Schwester. Ich glaube, die würde zusammenbrechen. Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht freut sie sich ja auch. Vielleicht, sie weiß ja vielleicht gar nichts über den weiteren Werdegang ihrer Mutter. Kann das sein? Also da gibt es so eine Verbindungsfrau, irgend so eine Tante. Ich weiß nicht, ob die noch lebt. Ja. Und ich weiß nicht, wann die das letzte Mal irgendwie da irgendwelche Kontakte geknüpft hat. Also irgendwelche Informationen wird sie vielleicht dann doch haben. Hat sie, ja, genau. Du hast mit deiner Mutter, aber bevor du mit deiner Mutter gebrochen hast, darüber nicht geredet. Nein. Nee. Und du bist auch ganz sicher, dass deine Mutter nie bis in die Jetztzeit hinein Kontakt zu ihrer Tochter hatte, zu der anderen? Ganz sicher bin ich mir nicht. Ach so. Aber ganz sicher bin ich mir, dass sie sich nie gesehen haben, die zwei. Ja. Also Anne, nicht Anna, sondern Anne, wenn dir das ein so großes Anliegen ist, was ich verstehen kann, dass man gerne die Leute kennenlernt, die eigentlich zur Familie gehören oder zur nächsten Familie. Und der Kreis ist jetzt schon so eingeschränkt, da sind nur 3 Frauen, die dafür in Frage kommen, die in der Nähe von Köln wohnen, in dem Ort. Ja. Mach es doch einfach, was hast du denn zu verlieren? Ich habe mir überlegt, ja, ist eine ganz verrückte Idee irgendwie, fahre dahin. Für mich ein bisschen weit, weil ich wohne in der Nähe von Mannheim. Und es macht ja nichts. Habe ich mir gedacht, ich fahre dahin mit einer Freundin und guck mal, dass ich die irgendwie ausfindig mache und schaue mir die erstmal an. Ja, das kannst du vielleicht auch mal, aber das ist, glaube ich, unter Umständen sehr aufwendig, ne? Dass du da dann tagelang hier Detektivin spielst und vielleicht niemanden findest und siehst. Wobei, was bringt dir das Anschauen? Du wirst eine Frau sehen, wahrscheinlich eine normal aussehende junge Frau. Daraus wirst du auch nicht neue Erkenntnisse wahrscheinlich nicht gewinnen. Warum nicht das direkt machen? Warum nicht direkt anrufen und sagen, pass auf, weißt du ihren Namen, den Vornamen? Ja, den weißt du, ne? Also natürlich, den Vornamen weißt du auch. Ich weiß den ganzen Namen. Ja, ja. So und so. Ich bin die Anne und ich bin deine Halbschwester. Und dann kannst du erst mal. Ich habe Angst, sie damit zu erschlagen oder vielleicht will dir das ja gar nicht. Dann kann sie ja sagen. Deswegen ist das Telefon vielleicht noch viel besser als auch hinfahren und direkt vor der Tür stehen. Das würde ich nicht machen. Nee, um Gottes Willen. Dann kann sie immer noch sagen, nee, pass mal auf, ich bin daran nicht interessiert. Oder schreib einen Brief. Aber du musst ja erstmal rauskriegen, wer von den dreien diejenige ist. Ne? Eben. Aber ich finde die Telefongeschichte schon in Ordnung. Und dann hat sie immer noch die Chance zu sagen, nee, das ist mir zu viel, ich möchte das nicht oder... Geben Sie mir Ihre Telefon oder gib mir dein Telefon. Ich melde mich, wenn ich das verkraftet habe und so weiter. Du bist neugierig, geh doch ran. Vielleicht freut sie sich ja wirklich auch irre und irrsinnig und es entsteht ein neuer guter Kontakt. Kann ja sein. Ja, es wäre toll, aber vielleicht habe ich auch einfach Angst auch vor der Ablehnung. Kann ja sein. Gut, dann musst du natürlich. Mit euch will ich nichts. Ja, aber dann weißt du auch was und dann hast du es vielleicht auch eher aus dem Kopf raus. Dann weißt du, die Frau will mit mir nichts zu tun haben. Ne? Ja, stimmt. Ja. Also ich würde es mal versuchen.
Okay. Und wünsche gutes Gelingen. Ja, vielen Dank. Tschüss, Anne. Okay, tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Annette Bastian und morgen haben wir ein Thema, ein festes Thema. Und das Thema heißt Ich, das Tollste auf der Welt bin ich. Denkt ihr so? Wer von euch denkt so? Und mit all denen oder mit vielen von denen möchte ich gerne morgen reden. Mit Egoisten, mit bekennenden Egoisten und Egozentrikern. Ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen und um 1 sind wir da im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage ciao, bis morgen.